Hallo, hier geht's weiter bei der Transgourmet e-Essence und wir sind quasi am virtuellen Stand von Divelei. Und der Manuel erklärt uns mal, was er denn da Schönes mitgebracht hat. Hallo Anne, sehr gerne. Ja, ich habe heute das Thema Portionsbeutel mitgebracht. Und zwar ist es ja momentan so, dass aufgrund der gegenwärtigen Situation das Thema Sicherheit und Hygiene im Fokus steht. Und Develey hat dafür eine Vielzahl an Portionen. Beispielsweise, ich fange jetzt einfach mal hier an. Wir haben beispielsweise im Senfbereich verschiedene Varianten vom süßen Senf über mittelscharf bis hin zum extra scharfen Senf von Löwensenf. Wir haben verschiedene Marken hier im Portfolio. Wir haben Mayonnaise, Ketchup, entsprechende Soßen, Currysoße, Süß-Sauersoße, eine Gourmet-Remoulade. Aber auch für den Salatbereich haben wir ganz, ganz viele tolle Produkte. Eine sehr, sehr große Anzahl an Dressing-Varianten im 75 und 25 ml-Bereich. Wir haben für die Puristen unter uns neu im Sortiment Portionsbeutel im Bereich Öl, Essig aus Italien und die Klassiker natürlich Tabasco Mini und die bewährte Kikkoman-Sojasauce. All diese Produkte erfüllen dieses Thema Hygiene, dieses Thema Sicherheit sind klar kalkulierbar und natürlich für den To-Go-Bereich geeignet. Und ich sehe ja, ihr sprecht auch quasi noch diversen Gusto der einzelnen Personen an, also schon ein umfangreiches Richtig, genau. Sortiment. Gerade im Bereich Senf, also da ist es so, dass Senf Heimat braucht. Wir haben für den Osten den Bautzner, wir haben für den Westen Löwensenf, gerade den extra scharfen Senf, der da sehr, sehr beliebt ist. Und im Süden, klar, Develey im süßen als auch im mittelscharfen Senfbereich. Ist für alle was dabei. Das ist schön. Ja, und ich sehe auch Dressings ohne Konservierungsstoffe, ohne Geschmacksverstärker, also auch noch Genau, was hatten hier einen Gutes. umfangreichen Relaunch vor 2 Jahren, wo wir alles raus haben, was nicht reingehört und sind jetzt wirklich Clean Label Produkte, haben auch eine laktosefreie Variante dabei. Und wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, für jeden was dabei. Die Präsentationsform ist ja eigentlich auch sehr schön gedacht. Entweder kann man es in der Ausgabe benutzen, derjenige ist, oder wenn es vielleicht ein bisschen ruhiger wird, dann können die Leute es sich so auch selber nehmen. Genau, richtig. Also wir haben ja verschiedene Möglichkeiten. Wir haben hier zum einen die fertigen Schütten, die Sie einzeln so bei uns bestellen können, wo Sie vorne mit Perforation den Karton aufreißen können und wo sich die Gäste das selbst entnehmen können. Wir haben die Möglichkeit, mit dieser Acrylschütte das dem Gast zu präsentieren. Das sind im Prinzip die Möglichkeiten, wie man die Ware an den Gast bringt. So, wie ihr seht, wir haben einmal kurz umgebaut. Der Manuel hat uns noch ein paar Weizentortillas mitgebracht in verschiedenen Geschmacksrichtungen und ein paar Brotaufstriche. Genau, da würde ich kurz einsteigen. Die neuen Brotaufstriche bei Transgourmet gelistet in 3 verschiedenen Geschmacksvarianten, Tomate, Curry und Dijon, sind Produkte, die vielseitig einsetzbar sind. Das heißt für Sandwiches, für Burger, für Paninis und so weiter. Und backfähig habe ich gesehen. Und backfähig, genau. Also Sie können die erhitzen, Sie können sie auch einfrieren. Also es ist ein sehr, sehr vielseitig einsetzbares Produkt, das unser bisheriges Sortiment bestehend aus Relishes, Burgersoßen und so weiter entsprechend ergänzt. Das Schöne an diesen Produkten ist, dass die ungekühlt haltbar sind. Das heißt, auch nach dem Öffnen haben Sie 14 Tage Zeit, dieses Produkt zu verarbeiten, ohne dass Sie es kühlen müssen. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Warum habt ihr das in einer Spritzflasche gemacht? Weil meistens ist es ja auch irgendwie ein bisschen blöd, weil da noch ein Rest drin ist. Deswegen ist es oft für sowas schöner in einem Eimer. Gibt es da einen Ja, Grund für? ja. Nee, das erkläre ich dir sehr gerne. Das ist einfach so, dass wir mit diesem Produkt in der Flasche das ganz einfach dosieren können. Also man macht die Flasche auf, dosiert, schließt die Flasche, hat es dann luftdicht verschlossen und das Schöne an der Flasche ist auch, dass es eben platzsparend ist für die Kunden. Und zu den Tortillas, was hast du uns da mitgebracht? Ja, die Tortillas, das sind unsere Evergreens in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Wir haben bei der Transgourmet gelistet unsere 30 cm Klassiker-Variante. Die haben wir auch in 16 cm mit den Grillstreifen. Wir haben auch eine grüne Variante, die Spinat-Variante und eine rote Tomaten-Variante. Welche Zielgruppe habt ihr dann quasi so im Sinn? Also sei es jetzt Restaurant, Hotel oder sogar die Gemeinschaftsverpflegung, was ist da? Also wir fokussieren uns da nicht auf einen bestimmten Bereich. Es sind natürlich Produkte, die für den To-Go-Bereich geeignet sind, sind aber auch für andere Bereiche einsetzbar, auch beispielsweise für die Tellermitte. Das Schöne an den Produkten, Sie können es auch backen, also Sie können die Produkte auch erwärmen. Und was die Produkte auszeichnet, ist, dass sie beim Rollen, also wenn Sie den Wrap rollen, dass die nicht reißen und nicht durchnässen. Also auch wenn die Kunden beispielsweise Zutaten verwenden, die feuchter sind, wie zum Beispiel Tomaten, nässt dieser Wrap nicht durch. Das heißt, er ist wirklich unheimlich gut für den To-Go-Bereich. Wenn man dann nach einer Richtig. halben Stunde noch zu Hause ankommt, hat man noch einen schönen
Genau, so ist es, ja. Ja, man sieht es auch hier im fertigen Zustand. Wir bieten noch für die Kunden entsprechend die Tüte. Selbstverständlich, sehr gerne. Doch, das sieht doch sehr gut aus. Auch hier sieht man beispielsweise, dass die Produkte auch beim Rollen nicht reißen, was ja auch ein Riesenthema ist. Ein wichtiger Punkt, den ich noch ergänzen möchte, ist der Handlingsvorteil. Das heißt, wenn man dieses Produkt mit einem TK-Produkt beispielsweise vergleicht, dann entfällt hier der Auftauprozess. Das heißt, ich nehme wirklich nur die Tortillas raus aus der Tüte, die ich brauche, verschließe die Tüte wieder und kann die ungekühlt lagern. Das ist ein sehr, sehr großer Handlingsvorteil. Also auch eigentlich schön für so Außengastronomie, wenn das Wetter vielleicht mal doch nicht mehr so gut ist, dass man es dann auch noch nach 3-4 Tagen. Genau so ist es, genau. Und man kann wirklich kurzfristig auf diverse Situationen reagieren und man hat nicht diesen langen Auftauprozess, den man in der Planung mit berücksichtigen muss. Und welches Produkt gefällt dir denn persönlich am besten? Also mein persönlicher Favorit ist die Grillstreifenvariante mit 30 cm. Das ist einfach der Klassiker und das ist auch das Produkt, was am besten bei uns läuft. Vielen Dank, Manuel. Sehr gerne.